Hallo, hier ist Markus Kreetz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsener. Prost! Läuft das Band? Herzlich willkommen zu meinem kleinen Podcast Kommunikation, hier in meinem kleinen Partykeller, sehr verschmust. Und heute habe ich mir jemanden eingeladen, dem eine ganze Insel gehört im Mittelmeer, auf die er zurzeit nicht darf. Ja, hallo Micky, Micky Krause ist hier, ein Riesenapplaus reicht. Ja, schön, dass ich hier sein muss. Ja, Micky, was machst du? Nix. Erstmal Prost. Prost, ich habe viel Langeweile, der Garten ist fertig, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich hätte da Arbeit für dich. Dann komme ich jetzt zu dir. Also ja, ich habe die ersten Wochen viel Gartenarbeit gemacht. Ja. Ich habe mich auch mal wieder um meine Familie gekümmert, meine Frau, das ist eine ganz nette. Ist auch schön, wenn man sich wieder duzen kann. Ja, genau, so sage ich immer für Sie immer noch Ihnen. Ja, genau. Aber es ist, sag ich mal, die Mallorca-Saison, glaubst du, komplett abgesagt? Glaubst du was anderes? Ich weiß, ich bin in letzter Zeit wenig da auf der Bühne gewesen. Also für mich ist die Saison gelaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den nächsten Wochen, Monaten Flieger wieder regelmäßig auf die Insel fliegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von heute auf morgen die Hotels wieder öffnen werden. Und machen wir uns nichts vor, wenn im Megapark oder im Bierkönig gefeiert wird. Und da gebe ich keinen Abstand. Das ist mir auch. Ich war mal da drin als Gast. Da war kein Abstand. Da ist kein Abstand. Also ich war ja wirklich. Und auch die sanitären Anlagen, kein Abstand. Die sind auch nicht so schlimm. Da sind die Kakerlaken so groß, da grüßt man vorsichtshalber. Ja, ne, ganz genau. Ne, da ist man froh, wenn die Hose wieder zumachen. Es ist aber traurig, ne? Aber da ist natürlich die Situation, aber fällt viel weg. Finanziell haben alle Einbußen. Aber wie fängst du irgendwas auf, allein von der Zeit, von Ideen her oder irgendwas? Was machst du in der Zeit? Also im Moment sind wir sehr, sehr kreativ. Wir experimentieren. Ich bin letzte Woche im Altenheim aufgetreten oder vor einem Altenheim. Ich weiß zwar nicht, ob die wollten oder nicht, aber die kamen nicht weg. Ja. War ja schon mal gut. Und wir haben einfach mal Songs performt, die ich vor 20 Jahren das letzte Mal gesungen habe. Ja. Von Howard Carpendale, Hello Again. Okay. Was haben wir? Ein Bett im Kornfeld habe ich von Jürgen Reeves gesungen. Und das sind so Experimente. Ja. Da machen wir uns gerade dran. Wir können uns gut vorstellen, ein neues Album zu veröffentlichen. Wir sind sehr kreativ. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 15 neue Songs. Und wir hoffen, dass wir so zu Mitte, Ende Mai auch die ersten Songs veröffentlichen. Ja, wie also, wie der Zufall das will, ich werde jetzt wie immer die Brille wechseln, weil ich mit dieser Brille nicht lesen kann, wenn ich mich vorbereite. So. Ich habe dir meine Brille mitgebracht als Geschenk. Och, danke schön. Aber kannst du auch nicht mitlesen. Nee, das ist, ich lege die mal zusammen. Ja, so ist der finanzielle Unterschied zur Zeit, aber ich hole auf. Nee? Aber da steht tatsächlich drauf, dass du eben diesen vor dem Seniorenhaus und ich habe mir Songauswahl, da hatte ich mir ein Fragezeichen hintergemacht. Also 10 nackte Friseusen wäre da nicht gelaufen, oder? Nein, wir wollen ja auch den Laden nicht verunsichern. Oder geh mal Bier holen oder sowas. Hätte ich gerne gesungen, aber haben wir gesagt, nein, wir machen wirklich ein kompatibles, anständiges Wussten Programm. Wussten die, dass du kommst? Oder war die für die war das überraschend für die? Die Gäste, also die Menschen in der Einrichtung wussten das nicht. Ja. Und ich werde zum Beispiel auch in der nächsten Woche wieder ein Altenheim und eine Behinderteneinrichtung besuchen. Ja. Die wissen von nix. Ja. Was als Musiker natürlich einfacher ist, wenn ich draußen wie Speaker's Corner ein Vorlaber, dann kommen die Bullen. Kann man von ausgehen. Also wir hatten auch ein bisschen Panik, denn auf einmal gab es wirklich eine Menschenansammlung von mindestens 50, 60 Leuten. Aber was nicht erlaubt ist. Nein, ich habe die Menschen aber wirklich höflich gebeten. Ich habe gesagt, meine Damen und Herren, ich singe jetzt heute ausschließlich für die Menschen in dieser Einrichtung. Möchte ich bitten, das Gelände zu verlassen. Die waren nach 10 Sekunden waren die weg. Ja, nette Menschen gibt es doch noch. Ja. Übrigens, wie man hier auch sieht, wir haben auch den natürlich vorgeschriebenen Abstand eingehalten. Definitiv. Ja, können uns also nur vom Weiden anprosten mit dem leckersten Bier der Welt, König Pilsner. A votre sanitaire. Es ist schon, sind schon andere daran richtig hängen geblieben. Gestorben. Hängen geblieben. Nein, es ist tatsächlich trinkbar. Ich habe mir natürlich, wir haben dieselben Initialen, das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Aber ich habe mir, wie wird man denn Bravo Boy? Bravo Boy wirst du, indem deine Freundin einfach Fotos von dir als 15-Jährigen zur Bravo schickt und zwei Wochen später machst du die Zeitung auf und fragst dich, warum ist ein Foto von mir in der Bravo? Du wurdest also gar nicht gewählt. Ich war mal Baby der Woche. Ich war mal Schlagzeuger in der Gaststätte zur Post in Wuppertal-Barm, da wurde ich gewählt. Und da wurde man nicht gewählt, man war es einfach. Ja,
Nee, ich war auch mal wirklich Baby der Woche im Düsseldorfer Express. Hat meine Tante Trude, leider schon verstorben, aber ist schon etwas länger her, war stolz eben, dass ich dann zur Welt gekommen bin und hat dann ein Bild dahin geschickt und dann war ich Baby der Woche. Dann habe ich eigentlich auch gedacht, da wäre meine Karriere vorbei. Und ich war mal Schaufensterdekorateur bei Aldi. Ja, auch ein schöner Job. Jetzt kommt noch eine Baumarkteröffnung. Ne? Aber du kommst aus Wettringen. Ja, das ist jetzt keine Sportart, sondern es ist Münsterland, es ist gar nicht so weit weg. Du hattest gar nicht so einen langen Anfahrtsweg, wenn du übers Land, wie mein Vater sagt, übers Land Joche fährst. Ich bin übers Land gefahren. Ich habe die 67 Borken-Bocholt genommen und bin dann hier gelandet und es war genau eine Stunde Fahrt. Sonst hätte ich nämlich an Dienstlaken vorbei müssen und da wollte ich auf gar keinen Fall hin. Nachher hätte ich mir noch eine Rentsch gekauft. In Dienstlaken hat meine Karriere angefangen. Deine? Ja, im Ulkus, übersetzt tatsächlich Magengeschwür heißt es. Es gibt einen und da war der Niederrheinische Comedypreis. Da stand ich an der Kasse und musste einspringen für Moses W. aus Essen. Gruß an Moses. Habe Witze erzählt, kam eine Runde weiter, hab das ganze Ding gewonnen. Bums, jetzt mache ich Comedy. Wann war das? Wann halt? 2009. 2009? Ja. Gar nicht so lange. Du hast da irgendeinen Preis gewonnen, 2012. 2011, das war der Comedy Grand Prix auf RTL. Ja. Die auch mich gar nicht kannten eigentlich. Die fanden nur, ach guck mal, der hat eine Geschichte, der war mal ein Rabauke, jetzt macht der Comedy, fanden die gut. Dass ich Comedy konnte, wussten sie nicht, aber ja, deswegen habe ich mir tätowieren lassen. Na, ne? Guck, aber 8 Jahre schon wieder her. Ich sollte mir eigentlich Baby der Woche auch noch tätowieren lassen, ich weiß das Datum nur nicht mehr. Ja. Aber du warst warm und du bist ja, du kommst von der Comedy, du warst Warm-Upper. Ich habe schon alles gemacht. Es gibt irgendwie nichts, was ich nicht gemacht habe. Bei Olli Geissen. Olli Geissen, Hans Meiser, Birte Karalus. Wer kennt sie nicht? 2 Jahre. Ja. Und ganz schlimm, Verona Feldbusch. Ja. Ich habe damals Veronas Welt warm-uppen dürfen. Und ich habe nur die Outtakes gesehen. Nicht von deinem Warm-Up, sondern von Verona. Ja, Verona ja. war schwierig. Es hieß immer, die Sendung beginnt um 21 Uhr. Wer um 21 Uhr nicht da? Verona. Ja. Und die Sendung begann dann meistens um 21.45 Uhr. Das heißt, der Warm-Upper hat 45 Minuten wirklich die Arbeit und Aufgabe, das Publikum bei Laune zu halten. Und um 21.45 Uhr kommt der Erste schon mal an und sagt, ey Kollege, wo ist die Alte? Ich habe morgen Frühschicht, ich muss um 5 Uhr raus. Ja. Was soll ich denn machen? Ja, aber das hat dich doch schon mal an die Karriere, die du danach gemacht hast, gewöhnt. Denn nicht jeder, der in Mallorca zuhört, ist auch stocknüchtern. Das stimmt, aber ich gehe immer mit dem nötigen Respekt an mein Publikum. Mir ist egal, ob das Publikum jetzt betrunken ist oder ob es nüchtern ist. Ja. Ich finde, man muss auch betrunkenen Menschen mit Respekt begegnen. Ja. Und von daher, natürlich, diese Warm-Upper-Schule war eine sehr, sehr gute. Ja. Ich bin aber schon, ich zeige dir es mal, ich werde es mal rüber. Ja. Ja. Seit 1992 bin ich schon unterwegs. Oh. Und da sind vielleicht 1, 2 Leute, die du schon mal gesehen hast. Hardys Popshow. Hardys Popshow, 1992. Anfang Januar ging es los. Ja. Das war ein cooles Format. Wir haben auf Anhieb erkenne ich keinen. Wir haben in Diskotheken haben wir Auftritte ihr das gemacht. Hier, da, wenn man das, wenn ihr das zu Hause näher ranzoomt auf Spotify. Hinten kann man das aber besser. Ist das Inga Humpe? Was soll ich denn mit der? Die ist doch in Berlin zu Hause. Oh, da sind aber auch ein paar Bilder dabei, die wir mal appetitlich nennen. Also dabei ist mein langjähriger Kumpel Amaretto, der ja heute immer noch meine Songs schreibt. Darfst du jetzt nicht mehr sehen. So, ja, okay. Und Atze. Atze Schröder. Atze Schröder war Schlagzeuger. Er war damals Moderator. Er war Hardy und war der Moderator dieser Geschichte. Wir haben das Konzept an Diskotheken verkauft. 2x45 Minuten. 5 Sänger, 5 Sängerinnen. Ja. Ich habe mich verkleidet als Rex Gildo, kam mit Hossa Fiesta Mexicana auf die Bühne. Ja. 5 Minuten später habe ich Tanze Samba mit mir rückwärts gesungen. Ja. Ätznat Atmas Tim Rim. Ja, und, natürlich. Und so hat sich das dann wirklich über Jahre weiterentwickelt. Ja. Ich bin halt eben im Party-Genre geblieben. Ja. Und Atze ist halt eben einer der erfolgreichsten Comedians geworden. Das ist er immer noch, auf und jeden Fall. Ja. Einer der besten Songschreiber, die wir haben in unserem Lande. Ich habe ja eine kleine Rubrik, wo ich immer meine so CDs, weil werden ja nicht mehr viele CDs verkauft. Die meisten holen sich dann online da und so weiter. Es gibt Länder wie Dänemark, die gar nicht mehr pressen und so. Aber jetzt hatte ich letztes Mal Jochen Malzheimer. Ich versuche immer meine Lieblings-CDs hier rüberzubringen. Und heute ein Geschenk von dir. Ja, da ist alles drauf. Da ist alles drauf, außer, kann ich so nicht sagen, muss ich nackt sehen. Das ist zu neu, das Lied. Die ist noch zu aktuell, ja. Ja, aber da ist alles drauf. Geh mal Bier holen und so weiter. Finger im Po, ja. Mexiko.
10 nackte Friseusen, reiß die Hütte ab, Schatzi, schenk mir ein Foto, nur noch Schuhe an, ja. Mich hat ein Engel geküsst für die Ewigkeit und, und. Also 25 Titel nur. Ja. Und ich höre sie im Auto öfters mal. Es ist nicht immer so, dass ich die Wahl habe. Aber es ist tatsächlich, normalerweise bin ich jetzt kein direkter Schlagerstar, aber ich will das gar nicht auch so mit Schlager verbinden. Das ist eigentlich, reiß die Hütte ab, sagt eigentlich alles. Richtig, das ist im Grunde Stimmungsmusik. Ja. Ich bin Stimmungspartymucker und ja. Sehe mich nicht als Schlagersänger. Wurde irgendwo mal die Hütte abgerissen? Ich hoffe nicht. Ich habe bislang noch nichts gehört. Also letzter Auftritt war am 7. März in Bremen. Seitdem habe ich von dem Laden nichts mehr gehört. Ja, dann wird das da das erste Mal gewesen sein. Aber der war eh schon älter, der Laden. Ja. Aber jetzt, hast du selber auch einen Podcast? Hast du irgendwas, was du online machst? Nee, ich dachte, Podcast erst ist was Versautes. Das ja. Habe ich sofort zugesagt. Ja. Aber das ist wirklich mein allererster Podcast hier. Ja, ja. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es nichts Versautes ist. Obwohl ich hier eben noch, bin ja ein bisschen später gekommen. Warte ich mal ab. Eben im Saunaclub hier in ja. Der Ecke. Ja. Ich sage nur Venus. Prost. Ja. Prost, Mädels, ich komme gleich wieder. Die Werbung steht an der A3. Apropos versaut, wie wäre dein Pornoname? Ramirez, der einarmige Steher. Na, wir versuchen dann anders anzugreifen. Und zwar, ein Pornoname kommt aus dem, wie hieß dein erstes Haustier? Mein erstes Haustier hieß Jackie. Jackie, geil, schön. Und die erste Straße, auf der du gewohnt hast? Ich bin eigentlich in der ersten Straße, das heißt, die hieß Görlitzer Straße. Also dein Pornoname wäre Jackie Görlitz. Wer Bundesliga-Fußballer? Jackie Görlitz, der einarmige Steher. Ich habe heute Morgen auch meinen ersten Porno angeguckt. Ja? Ja, scheiße, war ich jung. Ich habe auch mal im Porno mitgespielt. Ich war der Ehemann, der zur Arbeit fährt. Ja, ich habe den Tanzaffen gespielt. Im Wald der nickenden Fichten. Ja. Nein, weil du kennst ja meine Fahrerin Nicole und du wunderst dich über den Namen Möppelpappen. Ja. Ihr erstes Haustier hieß Möppel und sie hat auf der Pappenstraße gewohnt. Ah, so wird ein Schuh draus. Ja. Ja, ich hatte eine Bekannte, die hieß Uschi Wendehammer als Vordername. Fand ich auch total klasse. Ja. So, pass auf, du hast 2006, was ich gar nicht wusste, vom König von Mallorca den Mantel ersteigert. Ja. Hast du ihm wiedergegeben? Nein. Nein, sowas gibt man auch nicht wieder ab. Ich habe den ersteigert ja. Für 500 Euro, ja. Habe sogar noch eine Spendenquittung bekommen ja. Und habe den dann nachher wieder für 1500 Euro für einen weiteren guten Zweck versteigert. Nicht schlecht, nicht also, schlecht. Aber ihr versteht euch, ihr seid gute Kollegen, ne? Wir sind Best Buddies. Er war ja mit auf deiner, sag ich mal, in Wettringen, Jubiläums... 20 Jahre Micky Krause, vor zwei ja. Jahren, 1. Ja. Februar 2018. Boah, gut, dass du das sagst. Ja. Der... wie heißt er? Von der Comedy Factory, der hat mich angeschrieben. Lou Richter. Lou Richter, mein Gott, ich habe noch nicht zurückgeschrieben. Gut, dass du das sagst. Ja. Lou, tut mir leid, wenn du das jetzt hörst, ich werde zurückschreiben. Ja, weil ich mich über ihn defekt lache und habe mich natürlich gewundert, welche Kontakte du alle hast. Ja. Und ihr hättet mich wirklich überall hinbeißen können und es gibt Stellen, die wehtun, dass ich nicht da bleiben konnte. Ja, ich hatte noch einen Auftritt hinterher gehabt. Ja, ich weiß und ich ja. Danke dir ja recht herzlich dafür, dass du da warst. Und du weißt ja, du hast ja auch bald Geburtstag. Ja. Wir wissen alle nicht, ob wir ihn feiern können. Aber wenn du ihn feiern kannst, dann ja. Bin ich da, weil ich ja. Frei. Ja, 50, mein Gott. Ich auch, ich werde auch dieses Jahr 50. Ja, aber einen Monat früher. Ja. Ja, aber wir sagen nicht Juni und Juli, wir sagen nur irgendwann. Genau. Muss ja keiner mitkriegen, ne? Finde ich auch. Welche Musik hört Micky Krause in seiner Freizeit? Also, ich bin ja ein Kind, so wie du, der 80er Jahre und ja. Ich finde, die 80er, das war einfach musikalisch das beste Jahrzehnt, was wir an Musik hatten. Wir hatten ja Musik von Simple Minds über Depeche Mode, The Cure, U2, The Police, Peter Gabriel ja. Und Genesis ist auch noch okay. Ja. Also, ich bin ein Kind der 80er und meine Favorites, was englischsprachige Musik angeht, ist ganz klar U2 ja. Und Simple Minds. Ja. Ist eine geile Mucke. Ich bin Kiss-Fan, das war sogar noch was früher. Ja. Hab aber in den 80ern Kiss gesehen in Düsseldorf mit Vorgruppe Iron Maiden. Mhm. Da war ich mit meinem Onkel, ich glaube 11 oder 12 war ich da. Und da bin ich auch an Iron Maiden ein bisschen hängen geblieben. Und hinten Volbeat, bei diesem Auftritt am 26.08., da wurde die DVD aufgenommen, in Kopenhagen war ich auch dabei. Warst du auch da? Ja, und natürlich mit dem Abstecher nach Christina. Kennst du den Park?
Nee. Legal kiffen. Ja, ja, da müssen wir hin. Ja, nein, man trifft auch, man kann da auch trinken. Ja, also ich war, da ich nicht Raucher bin und ich würde einmal daran ziehen, da würde ich verrecken. Hundertprozentig. Ich bin auch nicht Raucher. Ich habe jahrelang geraucht, ich weiß, wie es geht. Ja. Und ich brauche es auch nicht mehr. Ja. Aber das ist ja sehr schade bei mir zum Beispiel. Ich war noch nie in Kopenhagen. Ja. Ich wollte im November eine Auszeit machen für 6 Monate. Ich wollte einfach mal Länder bereisen und Städte erkunden. Und ist gar nicht weit, davon abgesehen. Und ist ja direkt vor der Tür. Ja. Du kannst nicht glauben, ich war noch nie in London. Ja, ich auch noch nicht. Siehste, wird Zeit, weil wir einfach zu viel arbeiten. Doch, ich hatte da mal eine Freundin, aber gehört hier nicht hin. Ja, Berlin Tag und Nacht habe ich gelesen, warst du mal dabei. Das hat mich so überrascht. Nee, Amaretto war dabei. Der, bei dir steht das mit drin. Ich war schon mal bei Berlin Tag und Nacht. Steht bei dir drin. Das kann sein, dass ich mal dabei war. Ja, da ging es damals um Ole ohne Kohle. Ja. Amaretto hat wohl einen Song für den geschrieben. Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich da mal mitgemacht habe. Naja, du warst auch. Ich war dabei. War eine tolle Erfahrung. Weil vor kurzem war Pia Tillmann hier, die ja auch langjährig da mitgespielt hat. Die kommt, glaube ich, sogar aus dem Nachbarort. Ja. Kommt aus Emsdetten. Der ist aus Emsdetten. Der ist nicht weit von euch. Nee. Ja, die war letzte Woche hier. Ja, und sehr nette Person. Ja, also wir haben, wir Sie mussten. Sie ist nett, aber er ist ein Arsch. Ich weiß es nicht. Hat die einen Freund? Weiß ich doch nicht. Nachher sag ich noch was Falsches, der Typ steht gleich bei mir vor der Tür. Naja, also Kollege. Gut, er ist Polizist, hat oft Nachtschicht, also. Momentan hat er nicht viel zu tun. Ist nicht immer gut gelaunt, aber naja, er hat halt einen Schlagstock. Ne? Aber, was ich natürlich immer wieder vorbereitet habe und auch wieder heute, ich mache mit jedem ein kleines Spielchen. Du kannst was gewinnen, wo ich selber sage, warum. Aber du machst Schlager, ja? Oder du singst Schlager. Ja. Ich habe Schlagerfragen an dich. Oh Gott. Und bin gespannt, ob du dich im Schlagerbereich gut auskennst. Das sind 10 Fragen, 5 muss er beantworten, sagen wir 6, damit die Sache noch interessanter wird. Und es geht um Folgendes. Die erste Frage könnte ich selber beantworten. Wenn er die schon nicht kann, dann werden wir viel Spaß kriegen. Wer produzierte Andrea Bergs Hit-Album aus dem Jahre 2010? War das Frank Farian, Dieter Bohlen, Ralf Siegel oder Jack White? Es war Herr Bohlen. Das ist richtig. Wir merken uns, die Antwort war richtig. Eine Frage war, da sind ein paar dabei, die ich selber nicht hätte beantworten können. Vor allen Dingen, ich höre immer, wenn du bei Bohlen bist und ein Album einsingst, die produzieren alles an einem Tag, weil der Bohlen keine Zeit hat und keinen Bock hat. Ja, ist ja auch immer derselbe Rhythmus. Und alles eingesungen werden. Ja, könnte ich nicht. Also, ist eine Taste, derselbe Rhythmus und dann hast du drin. Ne? Das stimmt, aber ein anderer Berg, dann nimmt man sich doch ein bisschen Zeit. Ja, natürlich, aber hier, ich habe gegenüber wohnt jemand von der Rebel Tail Band, ich weiß nicht, ob du die kennst, und die spielen, sind Vorgruppe von Andrea Berg öfters mal. Ja, sehr nette Menschen, Gruß, so, Daniel weiter, und so weiter. Rein. So, welcher Schlager hielt sich im Jahre 1972, da fehlt eine Nummer, aber lange in den Top 10, war es Theo, wir fahren nach Lodz, 17 Jahre blondes Haar, am Tag als Conny Kramer starb oder ein Bett im Kornfeld, 1972. Also ein Bett im Kornfeld auf keinen Fall, das war 76. Okay. Am Tag als Conny Kramer starb, 72, 62, dafür ist die, glaube ich, auch noch zu jung, Juliane Werding. Was war noch? Udo 17 Jahre blondes Haar, das ist ja zeitlos. Oder Theo, wir fahren auf Nordlong. Ja. Hast du einen Tipp? Da ist einer der 4. Ah ja. Dann nehme ich Udo Jürgens, der hat ja so viel rausgehauen. Ja. 17 Jahre blondes Haar. Theo, wir fahren nach Lodz, war auch so 74, 5. Ich nehme Theo, wir fahren nach Lodz. Es war tatsächlich der Tag, als Conny Kramer starb. Ja. Es wird knapp, es wird eng. Hätte man drauf kommen können, ich weiß halt eben nicht, wie alt die Juliane Werding ist. Ja, obwohl das Würfelspiel war immer mein Lieblingslied von ihr. Ich fand das Würfelspiel sehr interessant. Kann ich nicht. Ja, sollte man jetzt mal hören, es geht um Schicksal, so wie in der Zeit zurzeit auch angesagt. Jetzt natürlich die ultimative Roland-Kaiser-Frage. Warum? Wem macht Roland Kaiser in einem seiner Liebeslieder ein Friedensangebot? Einer Polizistin, seiner Chefin, seiner Ehefrau oder einer Politesse? Oh Gott. Roland Kaiser. Roland Kaiser. Polizistin. Ja, oder Chefin, Ehefrau oder einer Politesse. Politesse auf keinen Fall. 7 Fässer Wein. Das könnte mit einer Politesse zu tun haben, aber man weiß es nicht. Joanna.
Ja. Geboren, um Liebe zu geben. Um Zettel zu schreiben. Ich sag mal, seiner Ehefrau. Nein, es war die Politesse. Tatsächlich. Welches Lied? Frag mich doch so eine Scheiße nicht. Warte, Zeit, die Zeit ist abgelaufen, hieß das. So, den musst du aber wissen. Costa Cordalis. Woher stieg für Costa Cordalis ein Engel auf? Vom Firmament, vom Himmel, vom Olymp oder von den Sternen? Was sind denn das für Lieder? Ich geb dir und Amaretto jetzt nur Tipps. Anita. Mexiko ist jetzt nicht dabei. Würstchen im Haar. Und stand sie wie verloren einfach da. Wir nehmen vom Olymp. Richtig. Vom Olymp, Würstchen im Haar, Olymp-Grill. schöner Gruß. Ja, 2-2, jetzt kommen die Einfachen. Wer sang, packt die Badehose ein, das kannst du so sagen. Oder war es Cornelia Fröbis, Katharina? Cornelia Fröbis war es. Dann haben wir das 3-2 erreicht. Wir haben nur noch 5 Fragen, das geht relativ zügig. Roland Kaiser war mit einem Schlager. Man kann der Frömmste nicht in Frieden leben. Was? Ja, mit dem. Gesundheit. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben. Frieden ist ein kleiner Ort im Münsterland. Wenn der Hund vom Nachbar immer bellt oder wenn der Nachbar ihm ein Beinchen stellt oder wenn es ihm die schöne Nachbarin gefällt oder wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben. 3. Richtig, wenn ihm die schöne Nachbarin gefällt. Richtig. Was haben wir? 3-3, ne? Kameramann? Hallo, 4-2 für mich. Okay. 83 kam wer mit dem Tretboot in Seenot? Nena, Fräulein Menke, Gitte oder Manuela? Fräulein Menke. Das war das fünfte. Im Dschungel oder so? Mit dem Tretboot? Ich weiß es nicht, ob die da... Nee, Promi Big Brother, irgendwo war die. Was? Würdest du in den Dschungel gehen? Nee. Obwohl, aktuell habe ich Zeit. Ich habe gehört, die müssen keine Viecher mehr essen. Im Moment ist auch keine Sendung. Vielleicht ist es ganz schön. Ja, ich hätte Zeit. Man weiß es nicht, ne? So, und jetzt kommt wieder eine schwierige Frage. 62 begeisterte vom schwarzen Stanislaus ein Lied. Vom schwarzen Stanislaus, wer? A. Wenke Mürre, B. Iron Shear, Sif Malmquist, C. oder Gitte Henning? Der schwarze Stanislaus. Das sagt mir gar nichts. Ne, mir auch nicht. Deswegen musst du tippen. Wer ist denn die älteste von denen? Wenke Mürre. Ich glaube alle. Alles, ne? Ja, aber Iron Shear, Sif Malmquist und Gitte Henning, wo ich letztes Mal Iron Shear noch gesehen habe. Die Iron Shear. Iron Shear, die nehme ich. Sif Malmquist, es wird knapp 5-4. Das ist gelogen. 5-3? Okay. Welche Band stammt aus... Ich muss das mal nachher prüfen, ob die Fragen überhaupt richtig sind. Welche Band? Ich kann Scheiße erzählen. Ja, ich höre nochmal. Oh, da schreibt uns Max aus Düren. Mach doch bitte weiter. Okay, Max, danke. Welche Band stammt aus Knittlingen bei Pforzheim? Waren es die Flippers, Truckstop, Gebrüder Blattschuss oder Cindy und Bert? Knittlingen? Ja, wer kennt nicht Knittlingen bei Pforzheim? Ich kenne ja alles, aber Knittlingen kenne ich nicht. Ich glaube, es sind auch nur die daherkommen. Dann sind das... Ich kann noch mal die sagen. Ja, Flippers, Truckstop, Gebrüder Blattschuss oder Cindy und Bert? Truckstop auf keinen Fall. Nee, die glaube ich Hamburg. Gebrüder Blattschuss kommen aus Berlin. Richtig. Die Flippers könnten aus der Ecke kommen. Cindy kommt aus Marzahn. Dann nehme ich natürlich hier die Flippers. Alles richtig. Ja. Jetzt hätte es schon gewonnen, dann machen wir die letzte so, weil ja, das ganz. Komm. Und weil das wirklich der Lieblings-, nicht mal abgesehen von Micky Krause, aber meine Freundin Jackie hört ihn wirklich am liebsten und Gott sei wirklich seiner Seele gnädig. Ein großer Entertainer damals gewesen. Ivo, auf welcher Insel wäre er immer am liebsten gewesen? Was hat er? Hat der Gran Canaria, Mallorca, Teneriffa oder Ibiza? Ibiza. Jawohl, das ist richtig. Und trink roten Sekt. Und glaub mir, der Mann hätte heute noch Erfolg mit diesen Liedern. Und du hast was gewonnen, das habe ich hier drunter verpackt. Ein Wochenende bei mir zu Hause. Nein, 2 Kartenspiele, weil du ja Langeweile hast. Ja, danke schön. Ja. Ey, ich spiele wirklich regelmäßig 17:04 und dann auch richtig um Kohle. Ja. Mit meinen Kumpels, wir nennen uns Zockerstammtisch, die kenne ich seit der Schule. Ja. 10, das ist jetzt 35 Jahre her. Und ist das steuerfrei? Wird gespielt. Alles steuerfrei. Wir spielen nur bis 1000 Euro. Ja. So, jetzt kommt die Zeit, wo du mich was fragen kannst. Markus. Ja.
Richtig, so. Warum wohnst du hier? Bist du hier groß geworden? Ich verbinde mit dir immer Duisburg. Groß geworden, 1,79. Ich habe in Duisburg auch immer noch eine Wohnung, aber es ist manchmal so, dass man in Ruhe schreiben will. Beziehungsweise haben in Duisburg insgesamt 16 Menschen einen Schlüssel für meine Wohnung. Tatsächlich. Die Wohnung hat 65 Quadratmeter oder 56, ich glaube 56, da ist ein kleiner Zahlendreher drin. Und hier habe ich mehr Auslauf. Und gerade jetzt natürlich in dieser Zeit, wo man nicht raus darf, hier habe ich einen kleinen Garten und so weiter dabei und so. Das ist dann etwas angenehmer. Bin aber auch immer noch sehr gerne in Duisburg. Meine Eltern leben da noch. Wenn ich da bin, meine Mutter kocht, mein Vater bringt es vorbei. Wunderbar. Ja? Du bist in Wettringen geboren? Ich bin in Wettringen geboren, in Wettringen aufgewachsen. Ja, gibt es da eine Klinik, weil da sind, glaube ich, nur 8000 Einwohner, wo man, oder bist du also zu Hause geboren? Ich bin schon in der Klinik geboren, ja. Aber meine dritte Tochter gehört noch zu den wenigen Menschen, die auch in Wettringen geboren sind, ja. Denn die ist bei uns zu Hause geboren, eine Hausgeburt. Aha. Aber war geplant. Ja. Also auch die Tochter. Und die Hausgeburt sowieso. Ja, ja. Nee, man muss auch sagen, meine Mutter war überrascht. Ich habe noch einen 18 Jahre jüngeren Bruder, wie sich der Kreissaal tatsächlich geändert hat. Ja, früher war da wirklich alles ein bisschen steril, heute läuft da eine Kapelle durch. Naja. Ja, also deswegen. Bei uns war es auch so. Also ich wäre ja fast vertauscht worden, aber ja. Die Hebamme hat meinen Vater erwischt. Ja, genau. Ja, ja. Und ja, als ich 8 war, wollten meine Eltern mich auch das erste Mal zur Adoption freigeben. Ja. Ne? Geh nie durch diese Kellertür. Und doch, ich bin hinausgegangen. Sehr gut, Jürgen von Lippe. Und ich sah Bäume und so. Weltklasse, Weltklasse. Ja, hast du noch eine Frage? Ja, lass uns über Fußball reden. Ja, was macht dein Verein? Das Ende der Saison. Ja, der Verein macht nichts. Wir sind aktuell. Turbine Wettringen. Ich bin ja Gladbacher. Ja. Ich bin gespannt, wie wichtig der Sieg vor einigen Wochen gegen Köln war. Ja. Der Geisterspielsieg. Es war ein Geisterspiel. Ja. Es war ein Sieg und wir sind aktuell Tabellenvierter. Ich bin gespannt. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob man sich aktuell Gedanken zu Champions League oder so machen muss. Ja. Weiß ja keiner so genau. Ich eine sehr sympathische Mannschaft, die sie da im Moment zusammen haben. Glaube, dass der Stindl, wenn er gesund bleibt, auch bei wenn die EM nachgeholt wird, durchaus dabei ist. Kramer schafft er, glaube ich, nicht nochmal. Nee. Nee, ich glaube, der hat das auch nie verdaut vom Endspiel. Nee. Und letztes Mal hat er wieder ein Spiel gehabt, da ist er wieder irgendwo vorgelaufen. Der denkt wahrscheinlich, er spielt Handball. Ja. Oder Schiedsrichter. Aber bei uns ist es natürlich so, jetzt überlegen Sie, ob Sie die dritte Liga auch weitermachen. Wir sind im Moment Tabellenführer. Wenn das am grünen Tisch passieren würde, würde man natürlich direkt aufsteigen. Will man das? Ich weiß nicht. Ja, also vielleicht sollte man die nächste Saison dann die Aufsteiger, die jetzt da sind, vielleicht mit, aber dann, dass man die Ligen aufstockt oder irgendwie sowas. Ja, wie ist deine Meinung dazu? Geisterspiele ja oder nein? Aufstocken ja oder nein? Was soll der DFB machen? Oder die DFL? Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt einfach die Bundesliga beendet ist. Ja. Und es steigt niemand ab. Es tut mir natürlich jetzt für Duisburg, würde es mir leid tun, es steigt auch keiner auf. Ja. Und ja, wie gesagt, für Gladbach wäre Platz 4 schon wichtig, wenn es im nächsten Jahr wieder in der nächsten Saison Champions-League-Spiele gibt. Aber von Geisterspielen halte ich nicht viel. Und ich bin mir auch nicht sicher, wenn da 22 Leute bzw. 23 Leute plus Linienrichter auf dem Fußballplatz rumrennen und da ist irgendwie einer infiziert von denen. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, es ist nicht durchführbar. Ich glaube auch wirklich, es ist nicht durchführbar. Und es laufen auch noch im Kabinengang und so immer noch genug Leute rum. Und Fußballer, die eine Maske aufhaben, sieht erstmal scheiße aus. Es gibt aber auch Spieler, die werden dadurch attraktiver. Ja, ich glaube auch, manche haben eine auf. Schon lange, wo wir gar nicht merken. Ja, aber Spaß wird mir das nicht machen. Ja? Nee. Ja, also, wo ich das Spiel gesehen habe, hier Gladbach, war zu Hause gegen Köln, ne, in Gladbach. Da hast du gedacht, das ist so ein Testspiel im Sommer in Portugal. Ja. Ne, irgendwie so, ne, wo nur 3 Leute hinfahren und 4 gucken. Ne, und wo du jeden Ruf hörst, was man nicht hören will. Ja. Ne, hintenrum darfst du nicht, vorne, guck mal, der hat 2. Ne, will man nicht hören, man will die Atmosphäre genießen. Genau. Ne, ja, also, fehlt natürlich absolut die Leidenschaft, die fehlt bei den Spielern auch mit Sicherheit. Ja. Warst du auf Mallorca mal dir ein Erstligaspiel angucken? Ich war vor Jahren im Stadion und habe gesehen, das hieß damals noch, glaube ich, Europapokal, Schalke gegen
Real Mallorca. Ja. Da haben die irgendwie 4-1 oder 5-1 gewonnen. Also ja. Schalke. Obwohl die Stimmung da immer ganz gut sein soll. Obwohl, an dem Tag aber nicht. Nee, bei den Schalker meine ich. Bei den Schalker, die haben 4-1 gewonnen. Die waren gut drauf. Das war 2-1, genau. Aber ist natürlich gerade für Urlauber oder irgendwie so weiter oder Leute, die da auch im Brunnen ein bisschen Fußball gucken, da ist ein Erstligist, da kommt auch mal Real Madrid hin. Oder sind sie denn aktuell Erstligist? Weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Max aus Düren schreibt, Markus, das ist vollkommen richtig, die sind zurzeit Erstligist. Ich weiß nicht, aber... Bitte gebt uns Bescheid. Ja. Real Mallorca, ich glaube, die sind zweite Liga. Das sind bei diesen aufgezeichneten Live-Sendungen, man kann sich hier einschalten, ja, wenn ihr Fragen habt an Micky Krause. Micky, sind das deine richtigen Haare, Max aus Düren? Es ist alles echt, ja. Und mein Bier ist auch leer. Ja. Wirklich wahr. Ich stehe mal auf und hol dem Herrn Krause, Feinherr Krause ein neues Bier und er wird euch unterhalten mit einer Anekdote aus seiner Jugend. Genau, oder ich könnte einen schönen Witz erzählen. Oder einen von dir. Nee. Ich war ja letztes Jahr bei dir in der Sendung und die Witze, die ihr mir gegeben habt, die habe ich alle auswendig gelernt. Ja. Ne? Und mein Lieblingswitz ist nach wie vor, Sie können mit der Geige aber überhaupt nicht umgehen. Das ist ein Akkordeon. Oh, mit Kritik also auch nicht. Der ist so doof. Ne? Ja, das ist schon wieder gut. Ist schön, ja. Ich habe einen sehr schönen Witz. Da sagt ein Pilot, Mayday, ich habe keinen Treibstoff. Hört er vom Tower. Wo sind Sie? Wir können Sie auf dem Radar nicht sehen. Sagt er, ich stehe auf der Startbahn 2. Ich warte auf den Tankwagen, ihr Idioten. Herrlich. Aus dem Leben gegriffen. Ja. Ja. Aber die Sendung war schön. Die war sogar so gut, dass wir hingegangen sind und haben die auf DVD brennen lassen. Käuflich zu erwerben im Kulti-Shop. Also, ja, die war wirklich gut und vor allen Dingen die Quote war auch gut. Und wir haben uns ja echt gefragt, an wen hat es gelegen? Ne? Ja, ja. An Neururer? Peter? Ja. Wie hieß die andere nochmal aus dem Dschungel? Auch Neururer? Nee. Larissa Marold. Ja, die war auch dabei. Die war ja auch. Wir hatten zwei Larissas dabei. Die hatte auch ein bisschen zu viel alkoholfreien Wein getrunken. Ja, aber wir haben uns ja hinterher noch im, wo man sich immer wieder trifft, in einem Hotel in Köln. Ich nenne es mal Savoy. Ja, also segeln. Und da war sie dabei und sie war wirklich nett. Ja. Die war richtig. Die war wirklich also, nett, war gut drauf, aber ja. Gut schicker. Aber ich finde das so. Ich glaube, man kommt auch nüchtern nicht abends in die Bar rein. Nein. Glaube ich nicht. Nee, also da siehst du auch manchmal Leute, wo du überrascht bist. Aber fehlt dir auch das Savoy, oder? Bist ja auch mir fehlt das, das ist klasse. Ja, ist zentral und Punkt. Nein, aber bis ich mal wusste, dass die eine Terrasse oben hatten. Ja. Die haben die ja wohl nur selten auf oder was, ne? Aber also ich war da schon. Ja, Kameramann, haben die wieder auf, Savoy? Ne, haben die nicht. Uwe aus... Nein, ist Max aus Dorsten. Nein, noch nicht ab Mai. Okay, gut, dass wir das auch wissen. Ja, was ist die Planung für die nächsten 2 Wochen? Also die nächsten 2 Wochen, erstmal ist in Planung, morgen oder übermorgen gibt es wieder... die Altenheim-Tour, wir nennen das die Gute-Laune-Tour, bin ich mit meiner Sanges-Kollegin Susanne unterwegs. Ja. Und da werden wir wieder 2 Altenheime, Behinderteneinrichtungen glücklich machen, ich hoffe. Ja. Die wissen noch nicht von ihrem Glück, aber wir stehen dann morgen um 15 Uhr, stehen wir da auf dem Parkplatz und machen unsere 30-Minuten-Show. Ja. Dann werde ich zum Wochenende natürlich wieder live gehen, auf Facebook und Instagram, Krause zu Hause. Ja. Da wird es auch wieder ein paar schöne, nette Live-Songs geben. Kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen, ist auch wieder dabei. Schaltest du Fremdpersonen ein? Wahrscheinlich nicht. Möchtest du? Ja, nee, ich sag nur, wenn du nicht willst. Das Problem ist, über Facebook geht's ja nicht. Ja. Aber über Instagram geht's, aber ja, wir können mal über Instagram live gehen, wir zwei. Wenn wir sind ja in ständigem Kontakt. Ja. Ja. Ab jetzt nur noch. Nur noch. Ich ziehe hin. Ja, das ist übrigens dein Zimmer. Über mir ist eine Kellerwohnung frei geworden. Ja. Wir wollten ja wetten, das vielleicht mal wieder anregen, dass ich das moderiere. Ich glaube, ich hätte auch das Zeug dazu. Ja, ich war bei Wetten, das. Du warst bei Wetten, das? Wetten, das. Ja, hast du eine Wette präsentiert oder warst du teilnehmender Kandidat? Beides. Also ich hatte erstmal die Wette, Wetten, dass es ihnen nicht gelingt, 10 Kühe im Trainingsanzug auf die Bühne zu bekommen. Ja. Haben sie ja nicht geschafft. Okay. Aber die Wette wurde auch nicht genommen. Ja. Und dann war ich 2013 mit Jürgen Drews und Tim Toupé in der Stierkampf-Arena in Palma. Damals moderierte das noch Markus Lanz. Und in der Sendung sind wir. Der hat mal Wetten, das moderiert. Der hat mal Wetten, das moderiert. Da ging aber einiges an mir vorbei. Jetzt weißt du, warum diese Sendung an die Wand gefahren wurde. Ja. Also,
schaffst es auch. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Ja, ich bin immer noch auf der Suche, was man so moderieren kann. Deswegen mache ich im Moment nur Podcast. Ja. Ja. Warum Ruanda? Warum Ruanda? Ich unterstütze eine Organisation, die heißt Fly and Help, das ist die Rainer-Meuth-Stiftung. Ja. Und diese Stiftung investiert in die Bildung und Entwicklung von Kindern in Entwicklungsländern. Ja. Und ich war im letzten Jahr in Ruanda und habe dort eine Mickey-Krause-Schule eröffnet, die ich zuvor gestiftet habe. Kann das sein, dass du viele soziale Projekte machst? Viele nicht, aber man traut einem das ja nicht immer so zu. Auch wenn ich jetzt irgendwie was mal unterstütze oder was. Erstmal wird darüber nicht geschrieben, beziehungsweise will man auch gar nicht großartig, dass darüber geschrieben wird. Zweitens ist es meistens der MSV. Mein Gott. aber Markus, das ist doch rausgeschmissenes Geld, oder? Aber ich werde da auch mal eine Schule einrichten beim MSV. Nein, aber es ist ja wirklich so, wenn man was Gutes tut dann dabei und so, das kommt zum Beispiel bei irgendwelchen Einträgen nicht vor. Ist ja auch mal aufgefallen, dass da nichts drin macht und übrigens, und guck mal. Ja, aber das ist mir nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass es mir auch dadurch gut geht. Ja. Und es ist ja letzten Endes so, ich gebe und bekomme so viel zurück. Und als ich diese Schule wirklich vor einem Jahr eröffnet habe, da standen fast 1000 Kinder links und rechts spalier und haben für mich gesungen. Ich war so emotional ergriffen. Ja. Das kann mir keine Medienpräsenz wiedergeben. Kann ich mir vorstellen. Das ist einfach für mich sehr, sehr wichtig gewesen. War wirklich einer der emotionalsten Momente meines Lebens. Ja. Und das kann mir keiner geben. Und ja, da habe ich dann sofort gesagt, das war nicht die letzte Schule, die ich gespendet habe. Und ich werde jetzt nächstes Jahr im Januar, sofern wir fliegen können, die nächste Schule eröffnen. Und wenn sie sich mal für die WM qualifizieren würden, hast du schon mal ein Trikot. Ja, da habe ich schon mal ein Trikot. Für 10 Euro habe ich es gekauft. Von Adidas. Auf dem Markt. Ja, wird jetzt versteigert. Nein, das ist einmal. Ich will nicht versteigert. Max aus Dorsten bietet 11. Nee, aber es ist eine Ich mag das ja, wenn man irgendwas unterstützt oder irgendwas macht. Nur man muss wirklich manchmal gucken, macht das Sinn. Ich habe auch schon Sachen unterstützt, wo ich gemerkt habe, Aber ich stelle ja fest, gerade Bildung ist ja so wichtig auch für wirklich Kinder in so einem Land wie Ruanda. Weil es ist die einzige Chance, auch aus diesem Leben, aus dieser Situation rauszukommen. Und da macht man ja erstmal so keinen Fehler. Bildung ist das Wichtigste im Leben eines Menschen. Sonst würde, glaube ich, auch manches hier, wir in Deutschland können damit locker umgehen. Ja, normalerweise, auch wenn die PISA-Studie vielleicht was anderes sagt. Und man sieht ja uns beiden, es geht auch eigentlich ohne Bildung, aber. Ich hab gehört, du kannst keine Noten zum Beispiel. Ich habe früher in der Schule, an der Realschule, habe ich Noten gelernt. Ich habe den Notenschlüssel nur gemalt, weil der geil aussieht. Genau. Ich wollte mir den sogar mal tätowieren lassen. Den kann ich auch. Und ich spiele ganz, ganz schlecht Gitarre. Ich kann 4, 5 Griffe. Habe ich jetzt versucht, in der Zeit jetzt, ich versuche es immer noch. Ich habe oben eine E, hier eine Normalklampfe und merke, dass der Verzehrer oben an der E mir mehr hilft. Aber ist tatsächlich so. Was ihr nicht wisst, der Herr Krause und ich wollen mal ein gemeinsames Projekt. Ich habe ihm schon lange versprochen, dass ich ihm ein Lied schreibe. Ich werde dran arbeiten. Da freue ich mich sehr. Ja. Und ich schreibe dir dann noch ein paar neue Witze. Und wir werden euch jetzt hier und auch Max aus Dorsten, werden wir versprechen, dass wir in diesem Jahr noch gemeinsam ein Lied zaubern werden. Ich werde es vielleicht eher schreiben und eher singen. Oder Duett. Wir schauen mal. Die drei lustigen Zwei werden wir uns nennen. Und Amaretto wird die Musik dazu klopfen. Das kriegen wir hin. Ja, ich freue mich drauf. Miki. Ich mich auch. Es war ein Fest mit dir hier. Noch nie hat einer zwei Flaschen in dieser Zeit geschafft hier. Aber alkoholfrei, er darf noch fahren. Ja. Abstand halten. Der schönste Tag in meinem Leben, versucht mich zu vergessen. Ich kann's nicht. Ciao. Tschüss.